Zunächst mal bei Facebook hat mir jemand geschrieben, ich würde immer das Licht anschalten. Das Licht ist aus, hier kommt nur Sonnenlicht rein und ich nehme nur mit Sonnenlicht aus. Aber heute ist so ein schöner heller Tag, da brauche ich kein Licht. Und ich wette, wenn ich jetzt die Tür aufmache und kurz in meinen Flur gehe, brennt wieder Licht. Aber so viel zur letzten Folge, kommen wir nun zur Folge heute. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumplanung TV. Heute mal wieder mit Trailer, mit mir in meinem Jackett. Demnächst kommt noch eine Folge zum Thema Yasuni darf nicht sterben. Da wollte ich aber ein kompliziertes Konzept entwickeln, deshalb dauert das noch ein bisschen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich hasse Raucher. Heute zum Welt-Nicht-Rauchertag habe ich mir mal vorgenommen, ganz spontan, kurz in ein, zwei Minuten, ein kurzes Meinungsstatement zum Thema Rauchen abzugeben. Ich finde es ja schon mal gut, dass man den Leuten, die unbedingt meinen, sie müssen ihren Körper durch Zigaretten zerstören, an Bahnsteigen, Bahnhöfen und so, zeigt, hier dürft ihr das, sonst nirgendwo. Und dann weiß man als jemand, der nicht raucht oder diesen Rauch nicht abkriegen will, auch sofort, wo man hingeht. Ich habe schon bei Twitter extrem viele Diskussionen zum Thema Rauchen geführt. Immer heißt es, ja, ihr Nichtraucher seid ja selber schuld. Nein, das bin ich nicht. Denn ihr Raucher seid diejenigen, die uns kaputt machen. Denn mit Rauchen schadet man nicht nur sich, sondern auch seiner Umwelt und seinen Mitmenschen. Und das muss man hinnehmen. Wenn man raucht, muss man hinnehmen, dass man anderen schadet. Und ich finde es tragisch, wenn Eltern ihre Kinder anrauchen. Dann wird bei den Kindern schon die Lunge zerstört, bevor sie überhaupt selber darüber entscheiden können, ob sie rauchen. Und natürlich kann man sagen, die Krebsrate nimmt zu, weil natürlich mehr Menschen heutzutage älter werden als früher und Krebs erst im Alter oft zustande kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Dass es oft die Raucher sind, die an Lungenkrebs erkranken oder die kaputtesten Zähne haben. Ich fühle mich wohl ohne Rauchen. Gut, ich habe auch schon Alkohol getrunken und trinke viel Cola und nehme viel Zucker zu mir. Aber indem ich Alkohol trinke oder Cola trinke, schade ich meiner Umwelt dadurch nicht. Ich schade nur mir selbst. Und in dem Sinne ist es meine Entscheidung, was ich tue. Aber sobald ich etwas tue, womit ich anderen Menschen schade, wodurch ich andere Menschen gestört bin, greife ich in deren Privatsphäre ein und dann gibt es kein Aber. Ja, aber für mich ist das gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit Rauchen man weniger Stress hat. Wenn ich Stress habe, dann gehe ich irgendwelchen Hobbys nach, fahre, das wisst ihr ja, Straßenbahn, gehe auf Reisen, mache Videos, schreibe Gedichte und dann fühle ich mich sowas von entspannt, ohne mich irgendwie vergast zu haben. Und naja, deshalb kann ich Rauchen nicht verstehen und deshalb plädiere ich dafür, dass Raucher noch mehr eingeschränkt werden. Dass es Orte gibt, wo man rauchen darf und Orte gibt, wo man nicht rauchen darf. Und sorry, ihr lieben Raucher, wenn ihr trotzdem rauchen wollt, dann seid ihr selber schuld. Es ist nicht mein Problem, wenn ihr geil darauf seid zu rauchen. Es ist euer Problem. Und das hat nichts mit Intoleranz zu tun. Aber ich kann es nicht dulden, wenn jemand intoleranterweise mir gegenüber raucht. Und dann soll ich hingehen und tolerant sein? Das ist für mich unverständlich und deshalb plädiere ich dafür, Rauchen sollte in der Öffentlichkeit verboten werden. Was jemand in seinen eigenen vier Wänden macht, ist mir Schnuppe. Was jemand da macht, wo ich mich bewege, ist mir nicht Schnuppe. Sobald ich mich in der freien Entfaltung meiner Persönlichkeit eingeschränkt fühle, kann ich etwas nicht mehr dulden. Ich kann Rauchen nicht akzeptieren und ich möchte Rauchen nicht akzeptieren. Und unter Rauchen fällt für mich Rauchen und Pfeife rauchen und auch E-Zigaretten rauchen. In der Öffentlichkeit, in der ich mich aufhalte, wird nicht geraucht. Und deshalb Nein zum Rauchen, zum Weltnichtrauchertag. Denkt mal darüber nach und
Vielleicht werdet ihr auch bald zum Nichtraucher, falls ihr es noch nicht seid. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und abonnieren nicht vergessen.